So, wir sind zurück. Hallo, ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir versuchen hier irgendwie mal weiterzukommen, würde ich sagen. In diesem gefährlichen Gebiet. Zweite Folge der Demo. Ich habe wieder nicht geguckt, wann das Spiel erscheint. Es tut mir leid. Glaube ich, ich muss mein Leben, glaube ich, nochmal wieder auffüllen. Ich weiß nicht, ob ich so weit springen kann, ehrlich gesagt. Warum ist jetzt hier so ein Blumeneffekt? Ach so, weil ich mein Adlerauge anhabe. So, passt mal auf. Wir gehen jetzt hier lang. Ist das das Springgeräusch vom Ranch-Sim? Sie drückt auch einfach immer daneben. Ah, oh Gott. Ich habe gerade A gedrückt zum Springen, aber es ist ja B. Ich wäre fast abgestürzt. Illumium has depleted. So, ich hol kurz Leben. Jetzt holen wir noch Lumium. Aluminium? Aluminiumfolie? Kennt ihr Aluminiumfolie? Aluminium? Wir eigentlich rennen? Glaube nicht, oder? So, wir haben aber genug gesammelt. Was? Das hat sich zurückgesetzt? Ich glaube, ich verliere ja immer Lumium, wenn ich meine Sicht anmache. Ne? Also müssen wir mehr als 210 ja. Je länger ich die Sicht anhabe, desto mehr Lumium geht verloren. Wenn ich jetzt hier direkt davor stehe. Illumium has depleted. Okay, es hat ganz knapp nicht gereicht. Wir gehen das wieder auffüllen kurz. So, auch noch was. Ja, nee, die habe ich schon, ne? Ach so. Hat sich regeneriert. Ja, aber ich muss ja mein Limit von 210 irgendwie erhöhen. Ich würde gern rennen können, muss ich ehrlich sagen, aber... Wir haben 230. Das müsste jetzt aber reichen, oder? Hier, wenn nicht. So, ich stelle mich hier davor. Zack, bumm. So.
depleted. This place is completely dark. I shouldn't go in there right now. Check the compass. It shows where the light capsule is located. Okay, ich glaube, ich muss kurz Energie aufladen. Ah, wo bin ich? Bin bei da oben. Was bist du denn hier? Ein Stein. Ich brauche 7. Nee, Moment mal. Auch 700 Luminen. Ah, wie hieß das? Hier unten ist meine Checkpoint-Kapsel. I need more Lumium to interact with this landmark. Okay. Da muss ich hin. Irgendwie. Hier geht's nicht lang. Der Weg dort hinten zeigt es mir irgendwie nicht. Warte, ich muss noch mal auffüllen. Kommen wir hier rüber, wenn wir... Ist das dort? Aber da komme ich nicht hin. Das lässt mich dort nicht lang. Ah, ich muss hier oben lang. Werde ich nicht schaffen. Ich habe zu viel Leben aufgebraucht. Oh. Cool. Du hast eine leichte Kapsel ausgerüstet. Die Talisman ist jetzt in der Lage, Lumium in Licht umzuwandeln, sodass du dich in... dass du dich in dunkle Bereiche wagen kannst. Drücke, um es zu verwenden. Licht. Während diese Fähigkeit aktiv ist, kann der Talisman Lumium in Licht verwandeln, sodass Cora sich in dunkle Bereiche wagen kann. Okay, also gehen wir jetzt wieder rüber. Wir füllen kurz wieder unser Leben auf, ihr kennt das. Müssen wir das wieder neu... Nee, dann müssen wir wieder neu aufmachen. Wir haben Licht! Checkpoint. Hier ist eine Mauer, hier kann man nicht lang. Da
dann müssen wir die Mauer hier so erst. Weg. Wir holen uns kurz die Kapsel. Aber ich glaube, wir müssen dann sowieso hier hinten lang. Weil hier geht es ja nicht weiter. Draußen war so eine Holzbrücke am Fels. Ich brauche auch 700. Muss ich aber noch einiges sammeln. Und los geht's. So, ich habe die ganze Zeit Licht an. Ja, kein Wunder. This place looks unstable. It could collapse at any time. I should be careful. Deswegen gehst du so langsam. Tot. Ja, cool, wenn du mal läufst. Wow. Das ging aber schnell. Nein. Eine kurze Demo. Okay, wir können ja nicht erwarten, dass wir bei anderen Demos gefühlt 2 Stunden Spielzeit haben. Okay. Ich glaube, das ist sowas wie Zelda. Du musst verschiedene Fähigkeiten lernen, um weiterzukommen. Das ist ja, ne, bei Zelda Breath of the Wild auf jeden Fall auch so. Ich muss halt zugeben, die anderen Zelda-Teile habe ich nie gespielt. Ich kenne nur Breath of the Wild. ja. Die Musik ist auch gerade sehr laut. Ich hoffe, ihr versteht mich. Danke fürs Zuschauen. Ich muss sagen, die Demo hat mich jetzt nicht so sehr von dem Spiel überzeugt. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Optisch ist es eigentlich echt ein schönes Spiel. Es ist ja auch ein Indie-Spiel. Aber was man hier so sieht, da kommen ja auch noch richtig schöne Welten. Aber bis jetzt ist es ein bisschen... Mäh? So? So ein Rätsel-Adventure-Zelda-Indie-Nachmachspiel. Es ist keine Nachmache. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. So. Und da die Musik hier so laut ist, höre ich jetzt auch auf. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye.